Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hans-Peter Barz. Ich bin Ihr Gartenamtsleiter in der Stadt Heilbronn. Ich bin zuständig für die gesamte grüne Infrastruktur in Heilbronn. Nun leben wir ja gerade in etwas schwierigen Zeiten, eben nicht nur vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, sondern ganz besonders auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, den wir alle schon in den letzten Jahren zu spüren bekommen haben. Und das Beste, was wir in unserer Stadt machen können, ist eine Stärkung der grünen Infrastruktur, eine intakte grüne Infrastruktur. Hierdurch können wir die Auswirkungen des Klimawandels in hervorragender Weise abmildern. Ganz besonders unsere Stadtbäume produzieren Sauerstoff, binden CO2, filtern Stäube aus und spenden hervorragend Schatten. Leider ist es ja so, dass unsere Stadtbäume selber auch unter dem Klimawandel leiden, nämlich unter der massiven Trockenheit der letzten Jahre. Und hier schaffen wir Gärtner es einfach nicht mehr, unseren Stadtbäumen genügend Wasser zu geben, was sie dringend brauchen, um ihre vollen Wohlfahrtswirkungen zu entfalten. Deshalb heute meine herzliche Bitte an Sie, liebe Heilbronnerinnen und Heilbronner, helfen Sie, dass unsere Stadtbäume gesund bleiben und genügend Wasser haben. Greifen Sie zur Kanne, nicht nur eine, sondern vielleicht auch mal 5 oder 10 Kannen, und gießen Sie die Bäume vor Ihrer Haustür, die Stadtbäume, die geringere Standräume haben als unsere Bäume in den Parks. Sorgen Sie dafür, dass Sie genügend Wasser erhalten. Alle Menschen, die in Heilbronn leben, werden es Ihnen danken. Herzlichen Dank.